Daniel läuft hier jetzt mit alten Lumpen rum, unser Fernsehstar. Mein Gott, nochmal, der hast du doch verraten. Scheiße, jetzt haben wir nicht keine Eier. Bei dir los, da im Fernseher aufzutauchen. Gut, ne? Ich, der alter Medienprofi und so weiter, ne? Die kamen auf mich zu, hätten sie mal Zeit für uns. Ich sag, klar, habe ich Zeit, ne? Ich habe ein Video geschickt bekommen von Ron, sagt er, guck mal bei 27 Sekunden. Ja, hat er geguckt. Ich denke, ne? Was kommt da denn jetzt wieder? Irgendein Schmierfilm? Nee, stehst du da? Ja, also ein Schmierfilm. Ja. Ja. Komm, beim Essen. Ja, sind schöne Spiele. Wir haben nur zweimal unentschieden gespielt. Heute würde uns ein Unentschieden mehr reichen als die Flensburg. Wir haben super Wetter, Stadion voll, was immer mehr, ne? Dekadente Locke, ne? Aber wie, die, hast du mal seine Klamotten gesehen? Die Rolex, der Arm, der hängt ja richtig so, weil die gar nicht mehr hochkriegte, so schwer war die. Der ist ja, du dumme Sau, jetzt haben wir dich ertappt. Aber Erfolgsfan, geht auch nur hin, wenn der Erfolg da steht. Ja, ne, nur, da ist immer ganz klar. Hast du von mir abgeguckt, wie? Ja. Nee, da ist er so. Und für die Loge sind wir da zu geizig. Jetzt sind wir die richtigen. Aber unterm Stadion parken. Das darf ich sowieso. Ja, so. In der Loge. Seit 20 Jahren Mitglied und dann haben sie mir gesagt, Locke, wo wolltest du denn haben? Dafür würde ich jetzt interviewen. Ich sage, du, 2000 Cash, dann mache ich das. Ne? Aber nur 15 Sekunden. Hat geklappt. Ja. Es hat geklappt. Ja. Das gefällt mir gut. Ne? So, jetzt habe ich auch keine Zeit dafür für so ein Blödsinn hier. Ich muss jetzt was tun. Hallo. Ohne mich. Jetzt sind wir ganz kurz vorm Aufstieg. Jetzt fehlen nur noch 6 Punkte. Und dann kommt die Relegation. Und eben 200.000 von dir. Genau. So. So. Und dann noch. Was? Und dann stand ja auch bei der Liste auch auf Chelsea. Ja, er war kurz davor. Woher weißt du das denn schon wieder? Weil er schon da drunter. Stand noch nicht drauf. Nee. Katastrophe. Hier ist was los. Hier sitzt noch 100 Jahre Zucht aus, weißt du was? Gott schon, nee, du. Nee, ich bin auch dazwischen, lass mich in Ruhe. Nee, du ja nicht. Ich hab ja gesagt, mach ich schon drei. Achso, ich war schon drei. Vor allem, er ist bestimmt so geil, bestimmt hingelaufen, so ein Kamerateam, der hier hat 2000, ja. nimm mich, hat er mir schon bezahlt. Ihr wisst, dass ein Star hier drin ist. Sag auch mal, jetzt mit deinem Eintreten oder? Nee, Locke, war doch im Fernsehen. Was? Ja. Deswegen hast du die Haare so kurz. Hast du nicht mitgekriegt? Souverän wie immer, ehrlich. Also, ich kenne dich ja nicht ganz anders. Ganz cooles Interview. Ja, muss ich auch sagen. Also ganz ehrlich, du hast auch immer noch ein kleines bisschen Currywurst an der Wange kleben. Alle Welt fragt mich, das kann nicht wahr sein. Ne? Alle Welt fragt sich, wie gut hat eigentlich die Currywurst geschmeckt? Wie macht er das? Wie macht er das? Ich hab's überhaupt nicht mitbekommen. Nee? Nein, du guckst, genau. du guckst ja auf die Boulevard-Sender nicht. Nee. Das läuft die Boulevard! Das läuft zur besten Sendezeit morgen Abend 20.15 Uhr. Kann auch sein Sachverstand im Fußball und so, konnte man wirklich gut nachvollziehen. Ja? Also ich musste ja glauben, was er da sagt, weil ich habe ja selber keine Ahnung davon. Was sagst du jetzt? Ich wusste nicht mal, dass Frau... Was? Heute ist Freitag. Wie, heute ist Freitag? Jetzt kommst du schon wieder an. Das gibt's ja gar nicht. Jeden Tag ist Wochenende bei dem Kerl, ne? Wahnsinn. Unglaublich, unglaublich. Du bist ja auch schon ein bisschen sommerlich gekleidet, ne? Ja. Ja, heute 28 Grad auf Dubai. Ich versuche hier ein bisschen Bräune mitzunehmen hier. Bräune vor allem. Auch so ein Krebsfachmann irgendwie. Und wie, was soll das denn heißen? Du bist doch nicht braun. Nee, werde ich nicht. Nee, bist du braun? Auf keinen Fall. Ich werde nur rot. Ich auch. Drei Tage rot, dann wieder weiß. Ja, genau. Also bei mir halten sich die Pigmente auch wirklich sehr in Grenzen, muss ich sagen. Also die Hautpigmente. Ne? Aber du machst auch viel mit anderen Sachen weg, ne? Alles eigentlich. Scheiße. Jetzt geht das wieder los. Der Matthias ist ein gern gesehener Gast. Mhm. In all den Formaten bringen wir ihn ja immer wieder mit ein. Ja. Total toll. Ja, ist total toll. Den letzten großen Auftritt hattest du bei Udo, als er lackiert hat. Ja. Versucht hat zu lackieren, muss man sagen. Die Dinger liegen übrigens immer noch da. Ja, das war klar. Ja. Die kannst du auch wegschmeißen. Die kannst du auch, ja. Ja, natürlich. Wenn auch sonst. Weißt du, wie wir die geschliffen haben? Nee. Hinterm Auto gebunden und die A20 hochgefahren. Ja, mit 60er... Oh, blitzeblank! Aber das Blech auch. Auch mit geworden. 60er Papier und Winkelschleifer hat er das Metall geschliffen und dann hat er das mit dem Pinsel lackiert. Und wenn du siehst, wie das aussieht... Das ist Juice-Look. Das ist Kunst. Da sind deine Kunst. Azubis wirklich Virtuosen. Das ist und dazu schon was heißen. Können wir nicht mal wieder ein vernünftiges Video machen?
machen wir hier doch gerade. Das sind die Themen, die die Welt interessieren. So. So. Das ist der Wahrheit. Glasfaser. Glasfaser. Nee, Glasfaser nehmen wir nicht mehr ein. Da kommen jeden Tag andere Leute mit Schlips und Kragen. Oder haben sie schon, ja, haben wir Bumstür zu. Haben sie schon, ja, Bumstür zu. Ja, haben wir schon, sofort piss dich. Das kann alles nicht wahr sein. Da kommen jeden Tag Menschen. Die machen auch das sauber. Die machen auch das sauber. Ja, die machen das sauber. Ich sag, was willst du denn? Ja, die Dachrinne machen sie auch sauber. Ich sag, die Dachrinne brauchen nicht sauber, die ist sauber, die braucht neu. Ja, 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 kein Problem, machen wir auch. Ja, aber, ja, aber, ja, machen wir auch. Sauber, neu, alles. Scheißegal. Ja, scheißegal, wir machen alles. Katastrophe. Nee, vor allem kommen die auch immer in meine Mittagsschlaf. Ja, das immer so in meine Mittagsschlaf. Das ist auch so eine Frechheit. Ohne Scheiß. Wie kann man die Königin denn stören beim Schlafen? So. Ja, das geht auch nicht. So. Also von 12 bis 3 ist Mittag. Ja, so. Ja, so. Ich kann nicht mehr das. Ich weiß es. Da ist Fiesta komplett. Ja, das war immer schon so. Da wird Ruhe, da wird die Klingel auch ausgestellt. Das ist Schicht. Scheiße. Natürlich. Da kannst du alles nicht senden. Weißt du, da hat sich jetzt Ruhe. Das soll doch ein Kümmerer. Dann senden wir es noch einmal. Ja. Das war's dann auch. Mit wem denn? Aber den nehme ich mit. Das ist mir scheißegal. Weißt du, wo Hallo Gallo heute ist? Nee. Fiera. In der Loge. Scampi Nutschen vor Publikum. Boah. Auf meine Kosten. Boah. Das sind die richtigen. Brauchst du dich gar nicht beschweren. Mhm. Beschwert sich da, er muss hier so viel arbeiten. Ja, der Arme. Der fährt nämlich schon gleich um 1 Uhr weg. Also auch nichts mehr mit viel Arbeit. Also er sieht auch schlecht aus. Ja. Ja, ja. Total. 8:01 ist das wieder besser. Achso, okay. Ja. Da verändert sich das. Da kriege ich wieder Farbe. Du hast so Tür tänzelt. Schwebt und so Tür tänzelt. Ist nicht 18:30 Anstoß heute in Bremen? Ja. Da brauchen wir 5 Stunden vom Basel. Du, wir können ja schon 2,5-3 Stunden. Der kommt mit dem Fahrrad. Das kann man schon. Ich mache das doch gerne. Da steht sie rum, hier sitzen sie rum, da sitzen sie rum. Arbeitet keiner. Ist heute Freitag? Ja, das Komische ist, du kannst wirklich mal so einmal so eine Runde schwenken, hier arbeitet wirklich keiner. Hier keiner ist am Arbeiten. Müssen alle mal winken, die nicht arbeiten. Geistig. In den Lacken. Du musst den Lacken. Hier, Timo soll aber nicht sorgen. Kommst du eigentlich hierher, um zu sehen, wie kaputte Strukturen aussehen? Ja. 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 Ich denke immer, dass das so bei mir ist, aber nee, das ist woanders genauso. Wenn er hierher kommt, dann freut er sich immer. Ja. Ach Gott sei Dank, bei mir ist doch nicht hier so schlecht. Hier ist auch ja, hektik. Hier ist auch hektik. Hektik. Hier ist Hektik, wollte ich gerade sagen. Hier redet alles durcheinander. Warum bist du Blanko Stress? Blanko Stress, alles redet durcheinander. Was machst du denn jetzt Katastrophe. Heute, wenn Hallo Gallo nach Bremen fährt? Du, ich setze mich dann auf seinen Platz und fange mal an zu arbeiten. Und mache da die Stunde noch voll, die eigentlich hier sein müsste noch. Kriegst du die denn abgezogen? Ja, klar. Ja, das ist korrekt. Da bist du auch richtig. Nein, hier wird nur nach Leistung bezahlt. Also Björn kriegt das Monat gar nichts. Björn ist gar nicht da. Wo ist der denn schon wieder? Der ist Feierabend. Also der muss zur Baustelle. Andere Feierabend. Ja, warte, der kann auch Feierabend hier oder wo ist Nico? Nico war gestern hier. Hochkrank war der gestern hier. Ein Schweiß seines Angesichts, die Rechnung geschrieben für die Firma. So ist richtig. Ah, das ist Einsatz, so liebe ich mir das. Ja, morgen gleich, weil wir haben ja eigentlich auch alles für zu Hause, für ein Homeoffice. Ne? Ihr könnt das alles schreiben, könnt das frei machen, würde Marcel anrufen, würde sagen, Marcel, druck das eben aus, meine Briefmarke draufsteht zum Kunden. Ja, wir haben zwar die ganzen teuren technischen Apparate. Da war aber ja eine super IT-Firma. Aber die funktioniert davon nichts. Ja. Daumen hoch. Banana-Computer. Banana-Computer. Das rein. Funktioniert sauber, die Geschichte. Also die können alle von zu Hause aus arbeiten. Das ist der reinste Wahnsinn. Der Equipment hat er uns verkauft für 1.000, für 1.000 Euro für jeden. Ja. Ich sage, müssen wir haben, nützt ja nichts. Sie können von zu Hause blind arbeiten. Können ihr darauf zugreifen, alles. Der Ding geht nicht mal an. Das ist doch bitter. Grüß an Hannes, genau. Schreib ihm so, da hab ich ein totales Arschloch. 2 Kunden haben gesprungen wegen dir.